Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier bin ich gerade gespawnt. Wenn du andere Leute angreifst und deren Besitz beschädigst, ändert sich dein Geisteszustand. Du erhältst RP, wenn du einen Spieler erledigst, der Soziopath oder höher ist. Spieler mit einem hohen Geisteszustand-Level werden auf dem Radar als roter Punkt angezeigt. Das ist zum Beispiel schon mal neu. Also, willkommen zurück aus GTA Online. Da gab es ja wirklich ewig keine Videos zu. Und die Leute schreien unter jedem Video, egal zu welchem Spiel und auf Facebook und auf YouTube und überall, wird nur geschrien, ich soll wieder GTA machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es auch auf Facebook geschrieben. Ich weiß für den... Oh, hör doch auf. Und jetzt ruft Lester an. Ja gut, hören wir erstmal zu. I've got a little advice for you. Keep an eye out for armored trucks making deliveries. A sticky bomb on the back door and the loot will be yours. Beware, the cops get heavily involved. They don't like that sort of thing at all. Okay, Lester gibt uns Tipps, dass wir bewaffnete Transporter ausrauben können. Gepanzerte Transporter erscheinen auf dem Radar. Das ist ja schön für die gepanzerten Transporter. Also, ja genau, überall wird immer gerufen, ich soll wieder GTA machen und ich hätte ja auch Lust, aber ganz ehrlich, ich weiß wirklich jetzt nicht mehr, was wir im Singleplayer noch Cooles machen sollen, da fällt mir auch nichts Spannendes mehr ein, man könnte zwar noch Sachen machen, aber das wäre jetzt alles nichts, wo ich selber drauf Lust hätte und das ist auch nichts, was ich irgendwie zum Zuschauen spannend fände. Und trotzdem schreien die Leute immer und überall, ich soll wieder GTA machen. Insofern habe ich mir gedacht, das Einzige, was wir GTA-technisch jetzt momentan noch machen können, ist eigentlich nur GTA Online, wo ich seit Monaten nicht mehr war. Also, als es damals rauskam, habe ich eine Zeit lang gespielt, habe ja auch eine Crew aufgebaut mit über 200 Leuten und so, es hat auch echt Spaß gemacht. Dann hat sich das alles aufgelöst und dann habe ich selber auch kein GTA Online mehr gespielt. Ich bin dementsprechend auch nicht mehr in der Crew, ich hatte ja eine eigene, ich werde vielleicht dann nochmal eine erstellen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die ganzen Spacken da draußen mich alle in ihre Crew einladen. Naja gut, jedenfalls habe ich jetzt Monate, wie gesagt, kein GTA Online gespielt. Ich weiß nicht, wo mein Auto ist, ich weiß nicht, wie viel Geld ich weiß auch überhaupt nicht, was alles Neues kam. Ich weiß nur, dass neue Sachen kamen. Ich habe da ab und zu Bilder gesehen auf Facebook oder sonst wo. Deswegen keine Ahnung. Ich würde jetzt als allererstes mal zu meiner Wohnung fahren. Ich glaube nämlich, ich habe eine Wohnung. Ja, habe ich. Ich hatte mal irgendwann eine gekauft. Ich glaube, es gab inzwischen auch noch neue Wohnungen. Und auch das mit diesen Geisteszustandrängen ist neu, dass die Leute jetzt irgendwie Farben haben. Und je nachdem sind es eben böse Spieler. Zum Beispiel der hier ist rot, der killt also oft Leute und so weiter. Den sollte man also auch über den Haufen schießen. Der ist eher weiß, der ist auch weiß, der ist auch weiß. Und ich bin, glaube ich, auch eher weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie ich für andere aussehe. Naja, gut. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal erstmal Richtung Wohnung. Oh Gott, das kommt hier. Merryweather. Ihnen steht ab sofort unser Luftunterstützungsservice zur Verfügung. Sobald die Zahlung eingegangen ist, schicken wir eine Lufteinheit zu Ihrer Position. Ron hat eine neue Mission. Ruf Merryweather an, um einen Unterstützungshubschrauber anzufordern. Meine Güte, was gibt's alles Neues? Also ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mich auch mal in den Kommentaren so ein bisschen aufklären, was in GTA Online Neues kam. Ich habe mir jetzt auch für das Video hier erstmal nichts vorgenommen. Ich wollte erst einmal einfach reingehen und ja, schauen, was passiert. Wie ist es denn eigentlich? Warte mal, wo konnte man das nochmal nachgucken? Das wäre vielleicht erstmal wichtig. Genau, okay, Bargeld habe ich nur 145 und ich war Level 31 immerhin. Habe ich gar nicht gedacht, dass ich doch so hoch gelevelt war. Ich weiß, da haben sich dann schnell welche hochgeglitscht. Das ist aber immer so ein bisschen das Problem bei solchen Online-Spielen und so weiter, dass dann natürlich sehr schnell die Kiddies anfangen, sich Geld zu hacken und zu glitschen und sich hoch zu cheaten und sonst wie irgendwelche Bugs zum Nutzen oder dieselben Missionen 500.000 Mal zu machen, die besonders viele PE bringen und sowas, ne? Die ganzen Spacken, da darf man nichts drauf geben. Ich habe das alles nicht mitgemacht damals. Ich hatte so eine Zeit lang auch Spaß in GTA Online, dass ich einfach ein bisschen mit Leuten was gemacht habe, dass man ein paar Rennen gefahren ist oder ein paar Missionen gemacht hat. Das ist ja das, was eigentlich auch Sinn des Ganzen ist, dass man da Spaß hat und ein paar Sachen macht und nicht, dass man sich irgendwelche Level erglitscht oder irgendwie Geld erglitscht, um immer den coolsten, verkrummten Edda oder was weiß ich zu fahren. So, Pegasus schreibt mir, Elitas Travel, der Grotti unter den Lifestyle-Firmen. Besuchen Sie uns auf Elitas Travel oder rufen Sie uns an. Weißt du, da ist man mal eine Zeit lang nicht da und kaum ist er und schon ist das Postfach voll mit Spam und Werbung. Pegasus, Merryweather, alle schicken sie mir hier ihre Spam-Nachrichten. Naja gut, also wie gesagt, da gibt es viele Spacken in dem Spiel, in GTA Online, da oben lauert jetzt auch schon wieder jemand. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe, der kommt ja gerade den Berg runter. Ich fahre jetzt einfach jedenfalls mal Richtung Wohnung und hoffe, dass ich heile ankomme. Wenn ich unterwegs erschossen werde, dann ist das halt so. Ich habe ja kein Bargeld dabei, insofern habe ich die Hoffnung, dass das nicht schlimm ist. Lester schreibt, wenn du die Bullen loswerden musst, ruf mich an für den richtigen Preis. Kann ich eine falsche... Ich kann schlecht lesen und fahren gleichzeitig, vor allem hier die kurvige Straße. Falsche Fahndungsmeldung rausschicken und sie dir vom Hals schaffen. Ja, alle machen sie Werbung, sogar Lester kommt jetzt an und macht hier Werbung. Ich glaub's ja nicht. Also es ist ein voller Server, wie man sieht. Ist vielleicht keine gute Idee in GTA Online. Ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, auf einen vollen Server zu gehen mit Leuten, die man nicht kennt. Wobei, einen Typen kenne ich sogar, keine Werbung heißt der.
Der war auch damals in meiner Crew. Die gibt's aber ja nicht mehr. Na jedenfalls, irgendwer verfolgt mich auch. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Wohnung und will mich da erstmal in Sicherheit begeben, ein bisschen die Aussicht genießen und dann schauen wir mal ganz in Ruhe, was sich auf der Karte getan hat, was es sonst noch gibt, was ich auf den ersten Blick sehe, was neu ist. Die Leute, die natürlich immer noch aktiv das spielen, seitdem es draußen ist, geht ja online, die können mir natürlich gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, was hat sich denn getan. Wer verfolgt mich denn da jetzt eigentlich? Achso, das ist sogar keine Werbung. Ja gut, dann weiß ich auch, warum der mich verfolgt. Wie gesagt, der war damals in meiner Crew. Insofern wird er sich dieses Video hier wahrscheinlich auch anschauen. Dann kann ich nur sagen, viele Grüße an dich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, er hieß Nico oder so, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja auch egal. So, jetzt kommt die nächste Nachricht wieder von Meriwether. Ihnen steht ab sofort unser See-Eskorten-Service zur Verfügung, sobald die Zahlung eingegangen ist. Ja, See-Service und Hubschrauber-Service, was haben die denn alles neu gemacht hier? Lauter Werbung mühlen sie mir hier in mein Postfach. Also ganz ehrlich, wirklich, ich habe keine Minute gespielt. Ich habe monatelang keine einzige Minute gegen Online gespielt. Es hat mich auch jetzt nicht irgendwie gereizt, nochmal zu spielen, weil alleine macht es jetzt nicht so Laune. Ich wollte jetzt halt mal reinschauen, auch weil die Leute GTA sehen wollen und ich das ja auch gerne mache, aber halt den Singleplayer, da hatte ich nicht mehr so Bock drauf. Und dann dachte ich mir, dann bleibt ja nur der Online-Modus. Insofern spielen wir den. Oh Gott, Leute, was geht denn hier ab? Wenn du jemals in See stechen willst, kann ich dir ein Boot besorgen. Kein Problem, ruf mich einfach an, sagt Lester. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Dann bin ich erstmal in Sicherheit. Keine Werbung, kann zwar nicht mitkommen, leider, aber ich möchte erstmal mich in Sicherheit begeben. Also hier, das war damals, als ich noch gespielt habe, so das teuerste und beste Apartment. Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Ich glaube, es gab inzwischen sogar noch neue Häuser und neue Wohnungen und was weiß ich nicht alles. Ah, jetzt habe ich hier den dicken Sandking natürlich mitgenommen. Jetzt steht er hier in meiner Garage, ne? Ah, meine Güte. Also ich habe jetzt auch so ein wunderschönes pinkes Shirt an hier. Wie gesagt, da ist ja auch kein Crew-Logo mehr drauf. Ich hatte eigentlich... Jemand klingelt an einer Garage, geht zur Tür und sieht nach. Achso, das kann ja eigentlich nur... Ist das die Tür hier oder was? Eigentlich? Wahrscheinlich. Das kann nur Nico sein. Ich wusste gar nicht, dass man da klingeln kann. Oder fahre ich jetzt nur nach oben? Ich wollte ihm eigentlich aufmachen. Wie geht das denn? Gott, ich habe so keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Ist das schlimm? Naja, jedenfalls bin ich jetzt oben. Einladen in Apartment. So, jetzt kann ich dir noch einladen, ne? Genau. Also ich war immerhin schon Level 31. Wie gesagt, was die anderen da gemacht haben, sich hochzuglitschen oder hochzuspielen, habe ich nicht. Ich habe einfach nur so ein bisschen versucht, Spaß zu haben, was ja eigentlich der Sinn ist auch. Und das hat auch Spaß gemacht. Also das war jedenfalls damals so das beste Apartment. Das ist nicht das höchste. Es gibt noch eins da drüber, aber das hier war, glaube ich, das Beste irgendwie. Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und die Aussicht ist nach wie vor natürlich atemberaubend. Das ist der Hammer. Hinten die Hochhäuser, hier der Fernseher. Achso, jetzt ist er tatsächlich drin. Ja gut, ich sehe natürlich jetzt sehr kacke aus mit dem T-Shirt hier. Muss er mir entschuldigen. Also er sieht natürlich sehr viel besser aus. Gut gekleidet hier, schicke Hose und ein Hemd mit Krawatte. Da kann man nichts gegen sagen. Gibt's mir auch einen Drink? Zu viele Spieler bei der Aktivität. Ich würde euch dann auch was trinken, wenn man du Egoist. Gut, ich will jetzt nicht wissen, was er sich jetzt gerade denkt. Ist sowieso jetzt sozusagen eine Riesensache. Nach so vielen Monaten bin ich hier mal wieder online. Da muss ich erstmal mir einen Schluck gönnen, du. Das muss man erstmal runterspülen und verkraften hier. Nur Nico. Heißt denn? Ich weiß gar nicht, ob der Nico hieß. Keine Werbung. Wer war denn das? Ich glaube, er hieß Nico. Macht auf jeden Fall lustige Bewegungen. Ein bisschen Morgensport hier. Also erstmal ein Wein gönnen. Haben wir denn eigentlich in unserer Wohnung einen Kleiderschrank? Ich weiß es nicht. Sonst würde ich jetzt erstmal nachschauen, ob wir uns vielleicht was Richtiges anziehen können. Das geht ja gar nicht. Also die Hose und die Schuhe gehen noch, aber das Oberteil geht gar nicht. Und deswegen wollte ich mal jetzt nachschauen. Dann lädt mich einer zum Arm drücken. Nein, nee, du, ich habe lange nicht trainiert. Gab es einen Kleiderschrank? Ich weiß es nicht mehr. Doch, es gab einen, ne? Mal eben schauen, ob wir überhaupt vernünftige Klamotten hatten oder haben. Sonst gehe ich erstmal gleich zum Laden. Ich glaube, es gab auch neue Klamotten. So, ein Sakkos. Ein schwarzes Sportsakko. Ja, so gut schick ist das nicht. Da klingelt schon wieder jemand. Hör mal, ich bin gerade beschäftigt. Ah, das sieht doch ganz schick aus hier. Harsch, okay, nehmen wir das. Ah, Tanktops gehen natürlich auch. Aber wollen wir jetzt mal nicht. Dann sonst habe ich nichts Neues. Shorts. Oh, das passt natürlich gut hier. So eine Shorts dann auf das Sakko-Oberteil und, Süß, aber die habe ich doch nicht alle gekauft, oder? Ich würde fast sagen, Jeans haben wir, den Jeans haben wir auch. Gut, dann lassen wir das erstmal so, dass ich zumindest dieses komische, hässliche Ding da aus habe. Das komische, pinke Teil. Hör mal auf, hier so komische Bewegungen zu machen. Das ist nicht, ist nicht angebracht in meiner Wohnung. Ich weiß ja auch gar nicht, was knallt denn da jetzt draußen? Ich weiß ja auch gar nicht, ob es jetzt jemand... Ah, jetzt klingelt schon wieder, meine Güte.
Aber wenn ich jetzt da an die Tür gehe, geht er doch automatisch runter. Hier ist ja nur... Jetzt redet da jemand auch noch über Headset. Och komm, Leute. Irgendwer ist gestorben. Ach hier, da, den kann ich reinlassen. Ach gut, ich wusste nur, früher gab es nur die Möglichkeit... Das ist auch neu, glaube ich. Also das habe ich zumindest früher... Oh, hallo. Ja gut, so gut sieht sie jetzt nicht aus, aber immerhin, Damenbesuch ist auch nicht schlecht. Sieht ein bisschen, also ganz ehrlich, sie macht mir ein bisschen Angst. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kampfvibe mit dem, mit den Tattoos und der Hose. Na, nicht schlecht, okay. Also das ist, glaube ich, auch neu, dass man Leute reinlassen kann. Früher war es, glaube ich, nur so, wenn man hier hingegangen ist, dann ist man automatisch runtergegangen zur Garage. Und man kann aber jetzt hier alle nach draußen schicken, man kann alle in die Garage schicken, man kann das Apartment verlassen und man kann natürlich auch in seine Garage gehen. Das ist, glaube ich, neu. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, ich habe ja auch ewig nicht gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung. Ich gönne mir jetzt noch einen Drink erstmal und dann gehen wir mal unten in die Garage, schauen mal dann unsere Autos, die wir da noch haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, was... Also, null Plan mehr von dem, was hier abging. Ich habe alles verpasst. Wie gesagt, damals, als es rauskam, fand ich es ziemlich cool auch. Am Anfang, beziehungsweise erstmal konnte man ja eine Woche gar nicht spielen. Und irgendwann ging's dann. Was machen die beiden da? Ihr treibt jetzt aber nicht in meiner Wohnung, ne? Ich weiß noch, damals hatte ich mal ein Video, da hat irgendwer hier in der Wohnung alles vollgemüllt. Hat hier den ganzen Müll hingeschmissen, das war auch nicht schön. So, noch einen trinken wollte ich nicht. Einer reicht ein Whisky, vor allem, weil ich jetzt ein Auto fahren will. Ist sowieso schon zu viel ein Rotwein und ein Whisky, wenn man ein Auto fahren will. Och komm, Leute. Hört auf, hier rumzudancen in meiner Wohnung. Bubis! So, wir gehen doch mal in die, ich gehe da mal in die Garage. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier drin bleiben dürfen, wenn ich meine Wohnung verlasse, aber ich jedenfalls gehe jetzt mal runter. Mal eben gucken, was wir hier drin hatten. Also gefüllt habe ich die damals nicht. Wie gesagt, ich habe auch so wenig gespielt, dass ich nie dazu kam. Die meisten hatten ja schnell die Garage voll, waren schnell Level 100 und sonst was alles. Ich habe immer sehr casual gespielt, auch nicht viel gespielt. Ich habe natürlich auch nicht die Zeit, ich habe auch jetzt nicht die Zeit, viel zu spielen. So, das war mein pinker Dominator oder wie hieß der Wagen? Ich weiß es nicht mehr. Und da war natürlich eigentlich das Crew-Logo drauf. Sieht natürlich jetzt blöd aus so. Und das war mein Oracle, den ich immer noch nach wie vor mag. Ich hatte auch noch ein anderes Auto. Oder bin ich blöd? Ich glaube, ich hatte noch ein anderes Auto. Wartet mal. Jobliste, SMS. Simeon, schnapp dir diese Fahrzeuge. Karen BJ, XL, Bravado Grizzly, Albani Buccaneer, Western Daemon, Western Bagger. Jetzt schauen die sich hier meine hässlichen Autos an, denken sich nur meine Güte. Wobei, den Oracle mag ich nach wie vor, nur mit dem Crew-Logo war der geil. Aber ich stehe nach wie vor auf diesen Limettengrün. So, Meriwether hat Werbung geschickt, genau. Pegasus hat Werbung geschickt, Lester hat geschrieben. Bullenus, wenn es auch Werbung. Meriwether Werbung. Und Lester Werbung. Aber ich hatte doch... Nee, den schnellen Job wollte ich auch nicht. Kontakte. Ich habe doch mein Auto. Ich hatte doch noch ein Auto, oder nicht? Mal schauen. Wir rufen mal die Versicherung an. Mal gucken, was die zu sagen haben. Morse Mutual. Ja, wusste ich's doch. Okay. Wusste ich doch, dass wir noch ein Auto hatten. Stimmt. Dann schnappen wir uns jetzt... Nee, dann nehmen wir den Sand King mit, ja, weil der ist sowieso nicht meins. Dann lassen wir die anderen schicken Dinger hier stehen. Nehmen den. Hallo. Also die übertreiben es aber jetzt mit der Werbung auch, ne? Also erst schicken sie mir massenhaft Werbe-E-Mails, jetzt rufen sie auch noch an. Ich glaub's ja nicht, Leute. Auf jeden Fall sofort auf die Spam-Liste setzen. So, ich nehme mal hier den kleinen, Leute. Kleinwagen ist immer gut, verbraucht auch nicht so viel Sprit. Der ist sogar so klein, dass er schon oben gegenknallt. Wem gehört das Ding hier? Ist aber nicht meiner. Ist das ein Centorno oder so? Ja gut, ich hatte ja damals gesagt, als der herauskam... Ruf Ron an. Da hatte ich ja schon geschrieben, oder nee, nicht geschrieben, ich habe es in dem Video gesagt, wo ich den Wagen gezeigt habe, dass die ganzen Kiddies, die früher bei GTA Online in Bronze, nee, wie hieß das, diese chromfarbenen, einen chromfarbenen Edda hatten, jetzt wahrscheinlich alle einen chromfarbenen Centorno fahren, weil es so cool ist. Ihr merkt schon, ich mache mich gerne lustig über die Leute, die das spielen teilweise. Manche Leute. So, wo kann ich jetzt mein Auto abholen? Das sind so viele Zeichen, dass ich gerade ein bisschen überfordert bin. Wartet mal. Friseursalon, können wir auch gerne vorbeischauen. Deathmatch, Discount Store, Capture. Ich will nur mein Auto haben. Irgendwo konnte ich abholen, ich hab's jetzt nicht. Vespucci, Team Deathmatch, Tattoo Studio. Von Zombies müssen wir auch mal vorbeischauen dann. Hm, finde ich jetzt auf der Karte noch nicht. Wo ist denn das Auto? Ich bin gerade wirklich etwas blind bei den ganzen Zeichen, die wir hier so haben. Ah, da kommen wieder die coolen Hupen raus, du. Die besonders coolen Hupen.
Ich muss die nochmal anrufen, ich habe keine Ahnung. So. Bin ich hot? All our operators are on call right now. Ja, das haben wir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass da keiner verfügbar mehr ist. Jetzt haben sie mir irgendwo das Auto hingestellt, ich weiß nicht wo, ich kenne mich da noch nicht mehr aus. Warte mal, was ist das? Andere Spieler. Okay. Also, Häuser. Kann ich nicht auch irgendwie Sachen ausschalten? Ich will doch nur mein Auto sehen. Wahrscheinlich ist es genau vor mir und ich sehe es nur nicht. Irgendwo muss es ja angezeigt werden. Es muss doch irgendwo ein Depot geben oder sowas. Was ist das? Auch ein Spieler. Es muss ja eigentlich eher was Weißes sein. Die blauen Sachen sind doch eher Jobs. Oder ist es irgendwo draußen? Ah, Kinders. Ich bin jetzt schon wieder überfordert hier. Haben wir nicht, warte mal, Ron, Meriwether, Mechaniker. Kann der mir nicht das Auto bringen? What you need, boss? Some wheels? I can bring Eclipse Towers. Ja, hier. 9F Cabrio. Muss ich wahrscheinlich aussteigen, ne? Du bist so nah an deinem gegenwärtigen Bild. Das ist nicht mein persönliches... Ah. Dann fahren wir, gehen wir erstmal ein bisschen weg. Muss ich ein bisschen Abstand nehmen von meinem persönlichen Auto, damit ich... Jetzt habe ich das natürlich als persönliches Auto markiert. Dabei wollte ich den Cent gehen gar nicht unbedingt haben, aber ist ja auch nicht schlecht. Versichert habe ich ihn ja, glaube ich, eh nicht. Und ich weiß nicht, ob der nicht sowieso versichert wird. Ich gehe mal hier in die U-Bahn. Dann müsste es ja eigentlich gehen. War ich auch noch nie in der U-Bahn-Station hier? Tatsächlich war ich hier noch nie. Ist auch mal lustig, ne? Man erkennt dann, man findet dann doch immer wieder neue Orte, aber hier ist zu, glaube ich. Ich weiß noch, bei San Andreas gab es ja auch so ein richtiges cooles U-Bahn-System, aber ich weiß gar nicht, wie das hier... Normalerweise muss man ein Ticket haben. Na doch, hier gibt es ja richtig... Ich war hier noch nie, kann das sein, dass ich hier noch nie war? Von wie tief man hier rein kann auch, ne? Und da gibt es hier tatsächlich die U-Bahn. Das sind ja coole Sachen, du. Ah, gut, so. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, mein Lieber. Ich glaube, da gibt es extra eine Treppe für. Da ist ein Zug. Kann man damit fahren, eigentlich? Ich habe die noch nie gesehen, die Dinger. Ah, nee, die fahren nur durch. Also, irgendeiner ist gerade auf den Gleisen gelandet. Das habe ich gesehen. Aber hat es überlebt. Was ist denn hier los, ey? Das habe ich noch nie gesehen. Cool. Also, wie gesagt, ich habe über 200 Videos zum Singleplayer gemacht und man entdeckt dann doch wieder neue Sachen. Kann ich jetzt mal den Mechaniker anrufen? Irgendwer stiftet hier Chaos. Okay, irgendwer schießt hier durch die Gegend. Achso, Nico. Macht hier einen Terror in der U-Bahn-Station. Ja, ich wollte jetzt auch gleich mal... Na super, hier kann er nicht hin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du hier nicht hin kannst. Du sollst ja oben auf die Straße stellen. Dann gehen wir wieder raus. Schauen wir mal, ob was da hinstecken können. Oh, der hat aber gut geparkt hier. Er hat seinen Bugatti direkt hier unten in der U-Bahn geparkt. Ja, warum nicht? Kann man ja auch mal machen. Also ihr seht schon, ich muss mich erstmal wieder reinfinden bei GTA Online. Ich würde gerne noch ein paar Videos machen, wenn ihr Sachen habt, Vorschläge habt oder was es Neues gibt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Oh, der sieht ja giftig aus. Oh, da darf ich sogar rein. Na super, jetzt kriege ich einen Stern, weil er einen Stern hat, weil er da rumgeballert hat. Na danke. Ja, das Ding ist natürlich ziemlich schnell. Das habe ich ja auch gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Den habe ich ja auch gezeigt. Grotti Turismo R, genau. Den hatte ich ja auch gezeigt in dem Singleplayer-Video. Jetzt haben wir 2 Sterne. Na super, danke. Danke. Aber schnell ist das Ding natürlich. Fahre ich tatsächlich mit jemandem durch die Gegend noch auf einem öffentlichen Server, den ich zumindest kenne. Und kann ja jetzt mal versuchen, meinen Kontakt hier, meinen Mechaniker zu rufen, dass der mir mein Auto mal bringt. Das geht ja gar nicht. Ich will meinen... Weil ich habe mich nämlich grob erinnert gehabt, dass ich ja tatsächlich einen 9F habe. Und den mal irgendwann gekauft hat. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. So, jetzt muss ich nur dann die Sterne loswerden am besten. Und dann zu mir nach Hause. Aber jetzt habe ich die Sterne so oder so am Arsch und er muss die jetzt loswerden, die Cops. Beziehungsweise, oh! Keine gute Idee.
Beziehungsweise hat er das jetzt hier abgestellt oder ist das der... Nee, tatsächlich hat es hier abgestellt. Ich war mir nicht sicher, ich wusste es nicht. Oh Gott, sie werden schießen. Gib mir mein Auto und fahr. Oh, meine Güte, weil der war tatsächlich meiner. Oh, gut, dass das Spiel überhaupt nicht ruckelt auf der PS3. Das war tatsächlich meiner. Ich habe nämlich, genau, ich hatte nämlich noch einen Änderung, dass ich mir doch tatsächlich mal ein gutes Auto gekauft hatte. Und ich finde den auch nach wie vor ziemlich geil, auch wenn der eher günstiger ist. Ich finde, das ist immer noch eines der schönsten Autos im Spiel. Und jetzt kann ich wenigstens die Cops alleine loswerden. Dann bin ich nicht auf ihn angewiesen. Aber langsam ist das Ding auch nicht. Ich meine, klar, die Centornos und was da alles neu kam, die sind natürlich schneller. Das ist mir auch klar. Aber der ist schon nicht schlecht. Hatte ich den tatsächlich gekauft? Genau. Boah, es ruckelt aber echt krass auf der Konsole, ne? Also, ich habe ja auch gesagt, das ist das Einzige, was man jetzt noch machen kann, sozusagen in GTA, ist halt GTA Online. Aber, in Klammern, bis dann halt GTA 5 für den PC kommt. Das ist die Einschränkung, weil dann werde ich auf jeden Fall nochmal Videos machen und wahrscheinlich auch mal zum Singleplayer nochmal und da vielleicht nochmal ein paar Vergleiche machen. Ich hatte sogar zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich nicht vielleicht sogar nochmal die komplette Kampagne Let's Play, weil ich sie so oder so halt nochmal spielen werde. Das weiß ich. Ich werde es auf dem PC nochmal komplett spielen. Insofern ist die Frage, ob man nicht tatsächlich, es ist zwar bescheuert, weil ich das Spiel schon Let's Played habe, aber ob ich nicht tatsächlich nochmal komplett auf dem PC machen soll. Ja, müssen wir dann schauen. Ist jetzt noch nicht die Frage, denn noch ist es nicht draußen. Jetzt wollte ich erstmal noch ein bisschen GTA Online machen auf der PS3. Wie gesagt, es war jetzt erstmal nochmal, um ein bisschen reinzukommen. Ich fahre jetzt mit dem Ding mal zu meiner Garage. Der war nämlich zerstört worden. Jetzt habe ich zumindest mein Auto wieder, habe mir die Wohnung nochmal angeguckt. Oh, ist aber schön beleuchtet. Und mir fällt halt gerade wieder auf, wie extrem das Spiel teilweise ruckelt. Simir möchte ein bestimmtes Fahrzeug geliefert haben. Lass es umlackieren und bringe es ihm. So, also ich parke jetzt mal meinen Audi hier noch in der Garage. Und dann mache ich erstmal einen Cut und dann grüße nochmal Nico und Schalli. Und dann würde ich sagen, schauen wir demnächst mal weiter, dann geht er online. Und ihr schreibt mir mal, was es alles Neues gibt, was ich mir anschauen sollte. Und ansonsten fahren wir einfach Rennen, machen Missionen, dies, das. Und ein bisschen geht er online, kann ja nicht schaden. So, das waren meine drei Autos bisher. Und der Sand ging halt jetzt... den ich eigentlich gar nicht hatte. Können wir aber auch mal tunen dann. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Walle, ich bin raus aus GTA Online. Beim nächsten Mal fahren wir erstmal zum Klamottenladen, schauen, was es da Neues gibt und zum Friseur. Das machen wir erstmal. Bis dahin, ich bin raus. Bye, bye.